Kapitel 14. Der Sonnengott. Der Abend war inzwischen herangebrochen. Der Wald war bereits in Sichtweite, doch wir entschieden uns noch eine Nacht zu rasten. Je nachdem, wie sich der oder die nächste Begleiterin verhielt, wäre es vermutlich gut, Rondo bei vollen Kräften zu haben. Außerdem waren alle recht müde von der Wanderung bei diesen seltsamen Bedingungen. Und dazu kam unser aller Interesse an den Geschichten, die wir hören wollten. Geschichten über was auch immer Doronamut sein sollte. Wer oder was. Dieses Wort fühlte sich irgendwie bekannt an und doch wirkte es fern wie die Sterne am Himmel. Also errichteten wir uns ein weiteres Mal ein kleines Lager mit einem Feuer und warteten alle gespannt ab. Rondo wusste genau, was wir wissen wollten, jedoch wirkte er nicht unbedingt in der Laune, viel zu erzählen. Jedoch schien es auch hierfür eine Lösung zu geben. Also Jason, du behauptest etwas über Doronamut zu wissen. Dann erzähle uns doch mal etwas. Der Angesprochene wirkte für einen Moment perplex, hatte sich jedoch relativ schnell gefasst. Ich habe einige Bücher gelesen, in denen der Name erwähnt wurde. Doronamut ist der Name des Sonnengottes, nicht wahr? Exakt, bestätigte Rondo. Und sonst? Viel mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß, dass er der Herrscher der Sonne und der höchste Gott dieser Welt sein soll. Er muss wohl mehr Macht haben als jedes andere Wesen. Wenn das alles war, dann muss ich doch noch einiges erklären. Also, du hast es bereits gesagt. Doronamut ist der Sonnengott, der höchste Gott dieser Welt. Er beherrscht die Sonne, weshalb auch er unser Ansprechpartner sein muss. Er ist derjenige, den ich auch immer als den Gott der Harmonie bezeichne. Er hat immer an das beste Ende geglaubt und war vom völligen Frieden überzeugt. Auch wenn ich denke, dass die Ereignisse ihn etwas verändert haben. Zum Glück. Denn letztlich ist alles, was hier geschieht, seine Schuld. Er hat Menschen und Tiere gemeinsam leben lassen. Gesagt, sie würden sich schon vertragen. Lächerlich. Einfach lächerlich. Doch um ihn zu beschwören, brauchen wir den Naturbaum. Ein Spross, der auf der Spitze des Berges in Irelius wächst. Doch nur die Sammlung aller Elemente kann ihn vollständig machen, ihn auswachsen lassen. Wenn der Naturbaum blüht, dann kann Doronamut zurückkehren mit seiner wahren Macht. Auch wenn ich keine guten Erinnerungen an diesen Narren habe. Er ist der Einzige, der die Sonne retten kann, die er selber verkörpert. Doronamut war also der Gott, dessen Erscheinen unser aller Ziel war. Doch was meinte Rondo damit, dass alles, was hier geschah, seine Schuld war? Sein Name stammt aus der antiken Sprache der Natur. In ihr steht das Wort Doron für Sonne und Amut bedeutet Gott. Simpel, nicht? Die Sprache der Natur? Was meinst du damit? Es ist eine Art universelle Sprache, die Welten übergeht. Jeder Gott nutzt sie und sie ist gleichzeitig so simpel. Vor allem die Antithesen, welche überall in der Natur eine große Rolle spielen, werden stark hervorgehoben. So nehmen wir zum Beispiel Wasser oder auf dieser Sprache Gaharan. Sein Gegenstück, das Feuer, ergibt sich eigentlich, indem man einfach nur die letzte Silbe nach vorne stellt. Rangaha. So stellen sich viele Worte leicht und doch effektiv zusammen, denkt ihr nicht? Ein simples Muster. Doch sofort erkannte ich eine tiefere Bedeutung. Also meinst du zum Beispiel, wenn Sonne dann Doron bedeutet, dann heißt Mond... Ein Lachen erschallte in meinem Bewusstsein. Auch die anderen schienen zu verstehen. Dann heißt Mond Rondo. Exakt.
Clever gedacht, mein Freund. Auch wenn Rondo eigentlich eine Kurzform ist. Theoretisch wäre ich Rondo Amut. Phönix zog bereits Schlüsse aus dieser Feststellung. Also bist du im Prinzip das Gegenstück zu Doron Amut? Ja. Nein. Es ist debattierbar. Erzähl uns mehr. Was ist es zwischen dir und diesem Sonnengott? Doron Amut war ein Narr. Eigentlich ist ich doch ohne die Realisierung. Er glaubte an das ewig Gute in allem und jedem. Die Hoffnung auf den ewigen Frieden. Er hatte nie gedacht, dass die Lebewesen seiner Welt Böses tun könnten. Doch auch er von allen am meisten, wird aus diesem Geschehnis lernen müssen. Also kanntest du ihn und hast dich gegen ihn gestellt. Ich habe all dieses Leid auf dem Planeten gesehen und ich habe mich losgerissen. Ich bin ihm entflohen, dem närrischen Optimisten Doron Amut. So viel Macht, doch so viel Realismus. Es war das Beste. Für alle. Ehrlich gesagt glaubte ich nicht, dass ich der Einzige war, der nicht wirklich verstand, was Rondo hiermit meinte. Ihm entflohen? War er eine Art Gefangener? Aber diese Theorie ergab wenig Sinn im Vergleich dazu, wie Rondo den Sonnengott beschrieben hatte. Rubin, Jason, erinnert ihr euch beide noch an den Tempel, aus welchem ihr mich befreit habt? Jason sprach aus, was wir wohl beide dachten. Natürlich, weshalb? Ich kann nicht beurteilen, wie genau ihr die Bilder dort betrachtet habt. Wenn ja, ist euch vielleicht ein Wesen ins Auge gefallen. Auf vielen von ihnen war ein Wesen im Zentrum oder am Rande zu sehen. Eine Art Pferd. Ist es euch aufgefallen? Persönlich hatte ich ehrlich gesagt nicht einen Blick auf diese Malereien geworfen, von denen hier die Rede war, aber anscheinend war Jason neugieriger gewesen. Ich habe es gesehen. Gerade die Zeichnung, die den Krieg zwischen Menschen und Tieren zeigte. Es thronte auf einer Wolke über dem Geschehen und blickte einfach herab. Genau. Diese Art von Pferd nennt man, simpel wie die Sprache der Natur ist, Einhorn. Dieses Einhorn, welches auf all den Bildern war. Dieses Doron Amut. Der Gott, der über allem steht. Und hinabblickte auf den Krieg, doch sich entschied, nicht einzugreifen. Der Narr, der schuld an allem ist. Era wirkte von dem Gedanken tatsächlich amüsiert. Also ist er im Prinzip wie ich, nur mit Horn. Ha, und du meintest, du wärst göttlich, Rondo? Das bin ich auch, du nicht. So sehr ich Doron Amut achte. Auf eine Stufe mit dir stelle ich ihn dann bestimmt nicht. Mit diesem Ausbruch war das eigentliche Thema dann auch beendet und es stellte sich nichts mehr als ein Streit zwischen den beiden ein. Der Rest von uns ignorierte es so ziemlich. Wir kannten Era schon gut genug. Oder, naja, sagen wir zu gut. Somit endete auch dieser Tag und der nächste brach an. Recht früh am Morgen erwachte ich im Angesicht einer Sonne, welche wieder ein wenig an Licht verloren hatte. Die Uhr tickte offensichtlich. Die Sonne war schwach und jeden Tag würde sie schwächer werden. Sobald unsere Zeit abgelaufen war, würde sie erlöschen und unsere Welt würde verenden. Es war viel Druck, der auf unseren Schultern lastete, doch ich hatte Hoffnung. Keine Herausforderung könnte größer sein als das, was wir bereits erlebt hatten. Und nichts konnte unsere Gruppe stoppen. Und heute würde die Gruppe definitiv wachsen. Nur glaubte ich irgendwie nicht so ganz, dass es problemlos klappen würde. Wir hatten erst einen Menschen getroffen, der uns Böses wollte. Ehrlich gesagt glaubte ich nicht daran, dass es dabei bleiben könnte, aber
Ich würde mich gerne vom Gegenteil überzeugen lassen. Rondo, fühlst du dich heute besser als gestern? Eine wichtige Frage für unser aller Vorankommen, welche jedoch glücklicherweise nach meinen Hoffnungen beantwortet wurde. Ich bin stark wie zu Beginn der Reise. Brechen wir auf dass sie bald enden möge. Wir folgten seinen Worten genau. Die Stimmung wirkte gut, abgesehen von kleineren Ausnahmen, die ich, denke ich, gar nicht erst benennen muss. Und der Wald war bereits in Sicht. Dort würden wir auf Nummer 8 treffen, wenn man Rondo denn zählt, obwohl er kein Element vertritt. Wind und Schatten fehlten noch, wobei Schatten in diesem Wald deutlich logischer wäre. Allerdings hatte Rondo bereits gesagt, dass wir Wind im Wald treffen würden und ich hatte Wind eigentlich vorher bereits auf dem Berg erwartet, deswegen sollte ich wohl besser nicht darüber nachdenken. Wir erreichten den Wald in unter einer Stunde Reisezeit und kaum lief die Gruppe nun mit mir und Mira wieder an der Spitze zwischen den Bäumen hindurch, spürte ich wieder ein Gefühl wie letztes Mal, kurz vor der ersten Begegnung mit der Wölfin an meiner Seite. Es fühlte sich an, als würden fremde Augen unsere Schritte beobachten, unsicher, wie sie in unserer Präsenz handeln sollten. Bald darauf raschelte das erste Mal das Gebüsch. Irgendjemand war hier, offensichtlich darauf bedacht, unauffällig zu bleiben. Genau deswegen war es das Schlauste für uns, dem Wesen zu folgen. Wenn es nicht entdeckt werden wollte, dann konnte es für uns schwerlich bedrohlich werden, wenn wir es entdeckten. So meine Gedanken. Deswegen folgten wir dem Rascheln durch den Wald, bis wir an einer Lichtung ankamen. Etwas suspekt wirkt es schon, aber ehrlich gesagt machte ich mir keine Sorgen. Unsere vereinte Gruppe konnte niemand im Kampf schlagen. Jeder hier war ein Elementar. Wie schon beinahe zu erwarten, begann bei unserem Tritt auf die Lichtung die Büsche überall um uns herum zu wackeln und Wölfe traten hervor. Dass es sich tatsächlich um Artgenossen handelte, war für mich ehrlich gesagt eine ziemliche Überraschung. Jedoch änderte es nicht wirklich etwas an der Lage. Zwei von ihnen traten zu Mira und mir, ihre Augen leuchteten grün. Es schienen zwei Pflanzenelementare zu sein. Sechs andere Wölfe waren mit ihnen auf der Lichtung, anscheinend ohne Elementkräfte. Das hier ist unser Territorium. Weshalb seid ihr hier? Geht! Wir gehen, sobald wir haben, was wir brauchen. Wir suchen ein Windelementar. Wind in unserem Wald. In diesem Wald soll nichts leben außer uns. Auch wenn mein Gegenüber versuchte, bedrohlich zu wirken, machte ich mir wirklich keine Sorgen. Lasst die Spielchen bleiben. Ihr habt hoffentlich nicht wirklich vor, euch mit uns anzulegen. Guckt euch eure Gruppe an und dann unsere. Wir wollen euch nichts Böses, solange ihr uns in Ruhe lasst. Glaubt ihr, wir hätten Angst vor ein paar Dahergelaufenen? Das hier ist unsere Heimat und wir verteidigen sie auch. Wie aus dem Nichts ertönte zynisches Gelächter. Rondo trat zu uns an die Spitze. Ein derartiges Verhalten war von ihm definitiv etwas Neues für mich. Du musst scherzen, oder? Du kannst nicht tatsächlich an eure Überlegenheit glauben. Ihr seid zwei Pflanzenelementare und sechs Wölfe ohne Kräfte. Wir haben ein Wasser, ein Pflanzen, ein Eis, ein Blitz, ein Erd und ein Feuerelementar. Und dazu noch einen finsteren Demigott. Lasst uns das Ganze hier friedlich beenden. Oder kurz, geht mir aus dem Weg. Ich sah eindeutig den Zorn in den Augen unseres Gegenübers, doch auch die Furcht in den Augen seines Begleiters, welcher ihm sogleich etwas zuflüsterte. Kurz schwieg der offensichtliche Anführer des Rudels, doch fand bald darauf die richtigen Worte für seine Aussage. Eure Kampfkraft ist beachtlich, das muss ich euch lassen. Und ich sehe auch, dass zwei starke Vertreter unserer Spezies in euren Reihen sind. Deswegen möchte ich mit ihnen verhandeln, nicht mit dir, Rondo. Du kennst mich. Und wagst es trotzdem, dich zu widersetzen. Aber es ist ohnehin egal. Wir wollen nicht verhandeln. Wir wollen ein Tier in diesem Wald finden und dann gehen. Von der Sturheit des Anführers hätte selbst Era noch etwas lernen können. Nicht, dass ich wollte, dass sie das tat, aber möglich wäre es gewesen.
aber nicht in unserem Territorium. Zumindest nicht ohne eine Erlaubnis unsererseits. Dann gib uns die Erlaubnis. Oder wir holen sie uns. Dass es zum Kampf kommen würde, war für mich ehrlich gesagt bereits gegeben. Es war eindeutig, dass wir mit Logik oder auch offensichtlicher Überlegenheit keine friedliche Entscheidung herbeiführen könnten. Ich will meinem Rudel keiner Gefahr aussetzen. Deswegen werde ich euch nicht bekämpfen. Aufgrund meiner Einstellung überraschten mich diese logischen Worte. Aber gleichzeitig kann ich nicht wissen, welche Gefahr von eurer Präsenz in diesem Wald ausgeht. Deswegen, ich glaube nicht, dass ihr selber kämpfen wollt. Begebt euch von hier aus nicht nach Westen. Der Osten des Waldes ist von hier aus viel größer, doch im Westen liegt unser Lager. Bleibt von dort fern und am besten von allen Rudelmitgliedern, dann werden wir eure Präsenz tolerieren. Ohne auf eine Antwort zu warten, verschwand er und seine Gruppe mit ihm. Und jetzt? Solange wir eine andere Möglichkeit haben, vermeiden wir die Konfrontation. Wir gehen nach Osten. Wenn wir dort nicht fündig werden, dann müssen wir wohl wieder herkommen. Zum ersten Mal standen uns also nun nicht nur Menschen als Feinde auf der Reise da. Nein, dieses Mal waren es auch Tiere.